Bücher vorlesen. Hallo, schön, dass du wieder hier bist. Wir haben dir heute Klassiker Teil 1 mitgebracht in Folge 24. Aber erstmal ein ganz liebes Hallo zu dir, Nadine. Hallo, liebe Nele. Hallo. Genau, wir haben Klassiker mitgebracht. Das werden wir bestimmt öfter mal machen. Deshalb habe ich jetzt auch das Teil 1 genannt, weil es gibt einfach viele schöne Klassiker. Und zum Glück werden die ja, wenn sie sehr beliebt sind, auch immer wieder aufgelegt. Und ich fange da mal an mit einem deutschen Autoren. Und zwar der kleine Wassermann. Das große Buch vom kleinen Wassermann, Vorlesegeschichten. Der kleine Wassermann wurde geschrieben von Ottfried Preußler. Ich glaube, den kennen die meisten Leute in Deutschland. Ist ja ein ganz toller Kinderbuchautor gewesen, der wirklich ganz viele, viele, viele schöne Geschichten geschrieben hat. Häufig ist es was mit Kleine, die kleine Hexe, das kleine Gespenst, ganz viele tolle Sachen. Und hier eben der kleine Wassermann. Und ich habe mich entschieden für die Variante, die neu illustriert wurde. Es gibt auch noch die alten Illustrationen zu kaufen. Sind auch schön. Hier in dem sind es aber drei Geschichten von Frühling, Sommer und Herbst. Es gibt leider keine Winterausgabe, wahrscheinlich, weil es da zumindest früher in Deutschland die Teiche zugefroren waren und da ist nicht so viel passiert. Hätte man jetzt sozusagen die mit Klimaerwärmung-Variante, gäbe es auch eine Wintervariante und die wäre dann ein bisschen kritisch. Ich vermute mal, das hätte Herr Preußler auch gemacht. Aber seien wir mal froh darum, dass es die drei gibt. Die sind also wirklich sehr, sehr schön. Und es geht um den kleinen Wassermann. Der hat Mama und Papa, die wohnen unten im Mühlenweiher und haben da auch ein ganz hübsches Haus. Das hat Daniel Knapp eben neu illustriert. Ich mag den sehr. Der hat auch eigene Bücher geschrieben, also illustriert und geschrieben. Dr. Brumm ist von ihm. Den mag ich ja auch total. Und der kleine Wassermann wohnt unten in dem Mühlenweiher. Die haben da so ein hübsches Haus. Das sieht man auch. Das ist, da blubbern auch Blasen raus. Also man hat jetzt, die haben jetzt nichts irgendwie, dass die selbstständig mit einem Schnorchel oder irgendwas atmen. Die atmen halt ganz normal im Wasser, aber da blubbern so Bläschen raus. Das hat Türen, das hat Fenster. Es ist quasi einfach wie ein Haus unter Wasser. Und im Frühling erwacht er langsam, kommt aus dem Winterschlaf raus, also deshalb halt auch, klar gibt's die Winterausgabe nicht, weil der Winterschlaf ist bei ihm vorbei. Und er guckt erstmal, ob alle wieder da sind, besucht seine ganzen Freunde so rund um den Mühlenweiher. Und im Sommer, da ärgert er ein bisschen den Müller, das soll er zwar nicht, aber das macht ihm ganz große Freude, der da eben auch am Mühlenweiher ist und eine Mühle hat, eine Wassermühle. Und da wird auch ein großes Wassermann-Sommerfest gefeiert und da gibt es auch lustigerweise, ich weiß gar nicht, Kerzen oder irgendwas. Also auf jeden Fall was theoretisch unter Wasser nicht brennen würde, außer man hätte ganz spezielle chemische Stoffe, die dann auch unter Wasser brennen. Aber das finde ich halt ganz hübsch. Ich habe es, wenn ich es in der Bibliothek, ich habe es ganz oft in der Bibliothek vorgelesen, als ich ehrenamtlich da Vorleserin war. Und dann habe ich es den Kindern zumindest erklärt. Ob die das interessiert hat, weiß ich nicht. Immer wenn ich jetzt Peppa Wood sehe und der Papa da was sehr komplex erklären will und die Kinder dann sagen, ach, Zauberei, alles klar, denke ich mir, okay, manchmal habe ich es vielleicht auch übertrieben mit den Erklärungen. Aber sehr nett, sehr charmant, die tanzen, die sind fröhlich, da sind ganz viele Freunde auch. Es sind super viele Details auf den ganzen Bildern zu entdecken. Also es ist eine sehr angenehme Menge von Text, die fröhlich ist und dann aber total detailreiche Bilder, die jetzt nicht, also nicht Wimmelbilder sind, aber es gibt eben lauter kleine, hübsche, niedliche Dinge zu entdecken. Und im Herbst erlebt er auch ein großes Abenteuer, denn er ist mit einem Floß auf dem Bach unterwegs und bevor es dann in den Winter geht, kuschelt er sich halt wieder in sein Bett und schläft ein. Super schön. Wie gesagt, diese moderne Illustration finde ich gut. Die alte, ich kannte erst die modernen und habe dann die alte gesehen und dann war mir die alte schon ein bisschen zu altbacken. Sie hat aber auch ihren Charme. Hätte ich zuerst die alte gekannt, dann wäre es bestimmt anders gewesen. Da ich die moderne neue von Daniel Knapp kannte, war es nicht so meins. Aber ja. Ich habe die alte. Du hast die alte. Ja. Ja, die sind auch total, ne? Also wie gesagt, das ist ja manchmal auch, was du zuerst hast, welche Referenz. Und ich hatte ganz oft den kleinen Wassermann eben vorgelesen mit den neuen Büchern. So gab es die halt da in der Bibliothek. Sehr beliebt. Die kenne ich gar nicht. Aber ich liebe den kleinen Wassermann. Ja. Aber also, muss ich mir mal angucken, unbedingt. Musst du mal, genau. Sie sind auf jeden Fall auch schön. Also ich habe dann die alte, ich habe sie, glaube ich, nie vorgelesen. Ich habe sie bloß gesehen und dachte, ah, okay, ja, klar. Ist eben ein gewisser Stil, also Illustrationen auf eine gewisse Art altern sie schon, obwohl das ja nicht immer, also es ist ja manchmal auch sehr charmant, ist ja Geschmackssache am Ende.
Genau, also Ottfried Preußler hat es geschrieben. Die Regine Stieglohr gilt auch als Autor, weil sie ein bisschen was hinzugefügt hat. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es seine Tochter ist oder so, die dann geheiratet hat. Ich wusste es mal, ich habe es leider vergessen, sorry, und ich habe es jetzt nicht vorher recherchiert. Daniel Napp hat es hier illustriert. Das Buch ist für Kinder ab 4 Jahren. Ich würde mal sagen, man kann es auch ab 3 beginnen, wenn die Kinder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben. Also für die Kleineren ist es schon noch viel Text, aber die Bilder sind halt so schön, sodass die Kinder auch vielleicht dann ein bisschen was überhören können und sich einfach in den Bildern verlieren. Dieser Sammelband hat 88 Seiten, ist 23 mal 30 Zentimeter groß, ist im Thienemann Verlag erschienen und kostet 14,99 Euro. Und die Bücher gibt's aber auch alle einzeln. Sind echt, echt schön. Und auch die alte Variante kann man, meine ich, noch bekommen. Ich glaube, da gibt's genug Fans. Ich glaube, die kriegt man auch nicht antiquarisch. Genau. Das war's von mir. Erstmal. Ja, klingt sehr schön. Ich glaube, ich bestelle mir gleich die neue Variante, weil ich liebe den kleinen Wassermann, aber tatsächlich mein Kind, ja, vielleicht, weil es eben so viel Text ist mit der alten Variante, vielleicht mag er es deswegen noch nicht so gerne, aber ich gebe nicht auf. Genau. Ich habe einen, ja, total Klassiker mitgebracht, einer meiner Lieblingskinderhelden, Pippi Langstrumpf. Ja. Ne? Ist Teil 1, geschrieben von Astrid Lindgren, übersetzt von Cecil Heinig und illustriert von Rolf Rettich. Also ich liebe dieses Buch. Ja, ich meine, wer kennt sie nicht, Pippi, das stärkste Mädchen der Welt. Und klar, in Teil 1 geht es auch einfach darum, sie zieht in die Villa Kunterbunt ein, sie lernt Tommy und Annika kennen. Und da wird ja auch erstmal erklärt, ne, dass sie ja, was heißt weise ist, also ihre Mama ist im Himmel, ihr Papa sagt sie ja immer Südseekönig. Und genau, also ich finde Pippi, es war es wirklich, wenn ich nur an Pippi denke, finde ich ja für eine Kindheit einfach ganz, ganz toll. Allein schon, ne, mit dem Pferd, der große Onkel, der auf der Veranda lebt und den Affen als Haustier. Also ja, ich wäre immer gerne eine Pippi gewesen oder gerne mit Pippi befreundet. Aber sollte nicht sein. Genau. Aber ich gebe einfach, ja, ich gebe es total gerne weiter an meine Kinder. Und in dem Buch sind 11 Kapitel. Ungefähr jedes Kapitel hat 14 Seiten. Also man kann das wirklich recht gut lesen. Also wir können es auch gut lesen. Also insgesamt hat das Buch 140 Seiten. Das können wir jetzt natürlich nicht an einem Abend lesen, sage ich jetzt mal. Aber man kann tatsächlich einfach mal so 1, 2, 3 Kapitel lesen. Und genau, das sind eigentlich ganz lustige Geschichten, ne? Wir fangen mit der Polizei oder Pippi geht in die Schule. Das ist ja auch ganz aufregend. Ja, oder Pippi geht in den Zirkus und einer meiner Lieblingsgeschichten ist, Pippi geht zum Kaffeekränzchen bei der Mutter von Tommy und Annika und dann geht natürlich alles schief, ne? Und ich weiß nicht, auch für mich ist da immer so, wenn ich so an Schweden denke und an Pippi und an diese ganzen Leckereien, ich krieg dann da immer Hunger und stell mir vor, mit diesen ihren Sahnetörtchen oder den Baum, wo man eine Limonade rauszieht. Und ja, finde ich auch einfach für die Fantasie für Kinder ganz, ganz toll. Genau, also wie auch immer. Ich habe tatsächlich eine ältere Auflage, aber man kann es auch so immer noch bei Amazon bestellen. Das sind 3 Teile, die ich habe. Die gibt es mittlerweile auch als Sammelband oder bestimmt auch in neueren Versionen. Tatsächlich sind da von den Altersangaben auch sehr unterschiedliche Angaben. Hier steht jetzt teilweise ab 8 Jahre. Also mein Sohn ist 4, weiß nicht, wir haben schon mit 3,5 oder so locker angefangen zu lesen. Das Buch ist 19,9 mal 24,3 Zentimeter groß, ist beim Oettinger Verlag erschienen und ich liebe Pippi. So. Pippi ist großartig. Pippi war nicht zugelassen in der DDR, beziehungsweise es gab irgendwie scheinheilig eine Auflage, die sofort vergriffen war und dann wurde es nie wieder nachgedruckt. Also ja, natürlich. Ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Noch ist, glaube ich, meine Tochter ein kleines bisschen zu klein, aber ich freue mich dann schon auf all die Bücher. Ich hatte da auch schon einige vorher besprochen, sozusagen, als ich noch nur Blogbeiträge gemacht habe ohne Podcast. Das ist total schön und ich freue mich riesig drauf, alle Sachen von Astrid Lindgren mit ihr nachzuholen.
gab es bei uns halt nicht, ne? War sozusagen galt als Systemsprenger oder sowas. War nicht so beliebt in der DDR. Ja. Also nicht bei den Leuten, ich glaube bei den Leuten natürlich schon, aber halt nicht vom System gewollt, weil, ne, aufmüpfig. Aber großartig. Und die Frau ist, glaube ich, eine ganz großartige gewesen, Astrid Lindgren. Ich muss mir da auch unbedingt mal, gibt's ja mehrere Biografien von ihr. Ich habe auch die Urpippi bei mir. Habe ich auch mal besprochen. Es gibt die Urpippi. Die hatte ich auch mit, als ich in Stockholm war. Und da ist ein bisschen die ganze Geschichte beschrieben, wie das losging. Und es gab ja irgendwie bloß zwei Verlage in Schweden. Der eine hat sie abgelehnt, die werden sich für immer in den Popo gebissen haben. Ja. Der andere hat sie genommen und sie hat das ja zu Kriegs, also irgendwie, ne, Ende Zweiter Weltkrieg oder so hat sie das, glaube ich, geschrieben. Großartig. Ja, großartig. Der Text Frau. Ist von 45 oder so, ne? Also, genau. Also ich finde auch, es wirklich ein, darf in keinem Kinderzimmer fehlen. Ist, ja, finde ich, ein ganz, ganz großer, ganz riesengroße Kinderheldin. Ja, absolut. Also für Jungs, für Mädchen, für, ja, sicherlich so, sag mal, ab 4 Jahre, von mir aus ab 3,5 Jahre, ne? Aber Pippi ist großartig und da können Kinder so viel mitnehmen. Ein starkes Kind, auch viel Freude. Und ich glaube auch die ganzen anderen Helden, ich kenne halt ein paar, ich kenne längst noch nicht alle von Astrid Lindgren, aber ich freue mich drauf, alle von ihr kennenzulernen. Und eine großartige Frau, gibt ja auch irgendwie einen Astrid Lindgren-Preis oder so, gibt da viel. Tolle, tolle Frau. Die, die hat wunderbare Kinderbücher geschrieben, ne? Genau, also ich glaube, ich stelle ja in meinem anderen Podcast immer die Frage, wen willst du mal treffen? Also Astrid Lindgren, das wäre was. Die mal treffen und sich mit der unterhalten, das wäre was. Ja, gut, ich mache weiter, auch mit einem tollen Autor, und zwar der Eric Carle. Der ist von der kleinen Raupe Nimmersatt bekannt, hatte ich hier auch schon mal vorgestellt. Und ich habe diesmal mitgebracht, Die kleine Spinne spinnt und schweigt. Ist ein Tastbilderbuch, oder es gibt es auch in anderen Formen, aber als Tastbilderbuch ist es eigentlich besonders schön. Ist ein total simples. Und Eric Carle hat so, ja, so einen ganz eigenen Stil. Der hat irgendwie, wie er illustriert hat. Also ich glaube, das sind so durchsichtige Folien, die er dann noch bemalt hat. Und dadurch entsteht halt so ein ganz eigener Stil an Illustrationen. Und das ist ein Buch, das kommt mit fast keinem Text aus. Also die Spinne spinnt einfach so ihr Netz über die Zeit. Und man kommt irgendwie immer vorbei. Und zum Schluss hat sie es fertig und dann sitzt sie eben da und wartet, bis ihr jemand ins Netz geht. Und bei diesem Pappband kann man sozusagen nachfühlen, wie das Spinnennetz immer mehr wächst. Und es ist auch so eine, also es ist so ein, zum einen dieses, was Kinder beobachten ja unglaublich viel. Das geht uns als Erwachsenen ja verloren. Wir sind irgendwie immer in unseren Gedanken. Was ist demnächst? Was war gestern? Wir sind überhaupt nicht im Hier und Jetzt. Das sind Kinder schon mal total. Spinnen wird manchmal leider ja vermittelt, irgendwie Angst vor Spinnen, totaler Blödsinn. Spinnen sind super Tiere, die fressen schließlich Mücken und fliegen, großartig. Nein, das sind auch super nützlich und sind ganz praktische kleine Tierchen. Ich lasse die auch bei mir sogar teilweise, ich setze dann die Großen, setze ich raus, die mag ich auch nicht in der Wohnung. Ich finde, die sollen raus, aber ich fange die immer ein und setze sie raus, ich mache die auch nicht platt. Und das ist ein ganz hübsches, also es ist vielleicht nicht ganz so bekanntes wie Die kleine Raupe Nimmersatt, dennoch ein Klassiker und er kommt ja aus Großbritannien, der Eric Carle. Ich glaube, da ist es umso bekannter, ist im Gerstenberg Verlag erschien, ist fast kein Text, ist einfach wie auch das Buch, was er irgendwie zu Weihnachten hat, mit dem Mann, der dann entweder Weihnachtsmann für seine Tiere spielt oder eventuell wirklich der Weihnachtsmann ist, fast kein Text, er hat einfach nur diese Bilder, es ist eine Bildergeschichte, die erzählt wird, die aber alles Wesentliche erzählt, man kann viel dazu drumherum erzählen, nachdenken, die Eindrücke vom Kind aufnehmen, das kann selber irgendwie sprechen und ein echt tolles Buch. Ist für Kinder ab 3 Jahren, so 3 bis 5 Jahre gedacht, hat 26 Seiten und ist 13 mal 18 Zentimeter groß, im Gerstenberg Verlag erschienen und kostet als Pappbilderbuch, also mit sozusagen Anfassen, mit Haptik, 11 Euro. Echt schönes Buch. Der Gerstenberg Verlag hat übrigens die ganzen Bücher von Eric Carle, die haben offenbar die alleinige Vertretung und da lohnt es sich auch reinzuschauen. Der hat auch ganz viele andere tolle Sachen und gerade, also was ich auch gut finde, dadurch, dass er so einen ganz eigenen Stil hat, der schwierig ist, ja, der ist kompliziert, aber er wirkt so kindlich und ich glaube, der nimmt auch ein bisschen Kindern die Scheu, dass die einfach mal auch was selber also ausprobieren zu malen, weil es halt kindlich wirkt, obwohl es, ich bin mir sicher, der hat echt lange an den Illustrationen gesessen, aber der wirkt einfach und das finde ich schön, als manchmal diese ganz ausformulierten Bilder, die ich auch schön finde. Aber als Gegenstück diese sehr, ja, teilweise abstrahierten oder sehr freien. Also
tolles Buch und ein toller Autor. Unbedingt reinschauen. Kann man ja auch aus der Bibliothek ausleihen. Also gerade so eine Bücher, die vielleicht jetzt wenig Text haben, wenn man nicht ganz so der Fan ist oder wenn man nicht so der Spinnenfan ist, dann vielleicht mal gucken, ob nicht in der Bibliothek man das ausleihen kann. Tolles Buch. Ja, klingt auf jeden Fall sehr gut. Und ich habe meinen nächsten Kinderhelden mitgebracht, Michel aus Lönneberger. Ah. Originaltitel heißt er ja Emil aus Lönneberger. Ich glaube, man hat ihn damals hier Michel genannt, weil in Deutschland aktuell Emil und die Detektive sehr populär war. Mhm. Und dann wäre das wahrscheinlich von dem Namen her ein bisschen kollidiert. Genau, aber auch von Astrid Lindgren. Ist übersetzt von Karl Kurt Peters und illustriert von Astrid Henn. Ich habe tatsächlich da auch wirklich eine alte Ausgabe von 1990. Mhm. Aber ich habe gesehen, diese Bücher sind jetzt tatsächlich auch neu illustriert. Das müsste, denke ich, eigentlich auch exakt das Gleiche sein. Und weil es mich einfach interessiert, muss ich mir auch die Neuausgabe mal bestellen. Aber genau, wie gesagt, ich habe die ganz alte da, hat 110 Seiten, also schon gut bestückt, sage ich jetzt mal, auch für kleinere Kinder. Man kann es aber unglaublich gut lesen und auch in der Ausgabe, wo ich es relativ groß geschrieben. Es sind auch mal so ein paar Bilder dabei, aber halt schwarz-weiß. Und ich finde es so toll. Bei dem Buch, das sind drei Geschichten drin, das heißt halt Michel in der Suppenschüssel. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch mit die bekannteste Geschichte. Mit der Geschichte geht's auch los. Aber es ist so ein bisschen geschrieben wie so ein Tagebuch, ne? Es geht los Dienstag, der 22. Mai, als Michel den Kopf in die Suppenschüssel steckte. Und die Suppe war so lecker, dass er den letzten Rest einfach auslecken wollte und kriegt dann halt seinen Kopf nicht mehr aus der Schüssel. Und ja, wer Michel oder auch die Filme kennt, weiß, dass der Papa da so ja auch so ein bisschen geizig ist. Man hatte damals ja wahrscheinlich auch nicht so viel Geld und sie haben dann überlegt, die Eltern, was machen wir jetzt? Und der Vater sagt, die Schüssel hat 4 Kronen gekostet und der Doktor nimmt 3 Kronen. Also fahren sie nach Marianne Lund. Und um Michel zu befreien. Damals hatte man ja keine Autos oder ist dann da wirklich noch so richtig mit der Kutsche gefahren und da über die Dörfer. Und ja, alle sehen Michel und lachen sich dann natürlich sehr halbtot, sage ich jetzt mal. Und wie sie dann beim Doktor angekommen sind und auch eigentlich gleich ins Zimmer dürfen, will sich Michel verbeugen, um dem Doktor guten Tag zu sagen und stößt sich dabei die Schüssel am Schreibtisch kaputt. Und der Vater guckt dann erst so ein bisschen verdattert und ja, der Doktor nimmt dann aber tatsächlich kein Geld, sagt dann aber auch, dass er eigentlich 5 Öre genommen oder hätte oder 5 Kronen, also damit hätte er jetzt 1 Krone gespart, aber genau, er lässt die dann halt raus, ohne dass er irgendwie was bezahlen muss und Michel kriegt dann dafür zum Preis 5 Öre von seinem Papa, mit denen spielt er auf der Rückfahrt und ja, steckt sich in den Mund und verschluckt die 5 Öre. Dann überlegen sie auch die Mutter, oh Gott, wir müssen zurück und es ist schwer verdaulich. Also drehen sie wieder um, fahren wieder zurück zum Arzt und der Arzt sagt dann, es ist tatsächlich nicht schlimm. Er soll einfach sich Rosinenbrötchen kaufen und ein paar Rosinenbrötchen essen. Dann hat sich die Sache erledigt und Michels Papa, der ja so ein bisschen geizig ist, sagt dann, aber ich muss doch jetzt nichts bezahlen. Er muss nichts bezahlen. Genau, aber sie fahren dann tatsächlich nach Hause mit den Rosinenbrötchen und da ist Michel natürlich sehr, sehr froh und zu Hause fragt, der Papa klebt dann zu Hause erstmal die Schüssel als erstes und die kleine Schwester, die Ida, die fragt dann auch den Michel, Michel, wie hast du deinen Kopf da reingesteckt? Und er will ihr zeigen, so, und steckt dann gerade wieder drin. Die Mutter hat genug von allen und nimmt so Feuerhaken, Schürhaken, keine Ahnung, und schlägt an einem Ruck die frisch geklebte Schüssel kaputt. Ja, da ist der Papa dann so ein bisschen verdutzt. Genau. Und ja, das ist halt, ne, also glaube ich, die bekannteste Geschichte. Dann ist tatsächlich noch die Geschichte drin, als Michel Klein Ida die Fahnenstange hochgezogen hat. Ist auch eine sehr lustige Geschichte. Ich sage es mal ganz kurz. Er zieht tatsächlich seine Schwester als Fahnenstange hoch. Und eine Frau, die nicht mehr so gut gucken kann, denkt, sagt dann, oh, wie schön da hängt, was weiß ich, auf die österreichische Flagge. So weißt du schon. Aber ja, also lohnt sich auf jeden Fall und auch die dritte Geschichte. Ich finde, Michel ist einfach auch ganz, ganz
ein tolles Buch. Es ist auch richtig schön, es ist auch so total ansprechend geschrieben. Ne? So am Ende steht dann so, jetzt weißt du, was Michel am 8. Juli getan hat und dann. Und auch am Ende steht dann auch nochmal, dass die Dorfbewohner, sag ich jetzt mal, am 3. November Michels Eltern besucht haben. Sie haben vorher Geld gesammelt. Und sie sagen dann den Eltern, das Geld wollen wir euch schenken. Vielleicht reicht es ja, um den Michel nach Amerika zu schicken. Und da ist die Mutter natürlich total entsetzt. Sie behalten natürlich ihren Michel, auch wenn er immer wieder in seinen Schuppen muss. Genau. Und in dem Buch verrät sie dann auch schon, dass Michel später, wenn er erwachsen wird, einmal Gemeindepräsident wird. Und das kommt ja in den Filmen nicht so hervor. Also ich liebe die Filme, ich liebe die Bücher und ich liebe Michel, ich finde es total witzig. Und ja, es ist einfach, finde ich, total schön für Kinder. Klingt total klasse. Auch für Erwachsene. Ja, genau, klingt total klasse. Ich muss zugeben, ich kenne zwar als Titel, aber ich habe es noch nicht gelesen. Gehört halt zu all diesen Astrid Lindgren-Büchern, die ich mal noch nachlesen muss. Und ja, der muss eigentlich immer in den Schuppen nach jedem Streich. Gut, bei der Suppenschüssel geht es nicht, weil sie ja zum Arzt fahren. Ja. Aber tatsächlich, wenn er dann seine Schwester die Fahnenstange hochzieht und so, muss er immer in den Schuppen verschwinden und schnitzt da fleißig Männchen. Ich finde auch diese alten Illustrationen übrigens total schön. Also ich glaube, da werde ich gucken, sogar ob ich die alten Illustrationen bekomme, die nur in Schwarz-Weiß sind, ne? So nur Tusche oder was ja, genau. auch immer. Also ich habe nur in Schwarz-Weiß, ja. Die finde ich eigentlich auch ganz schön. Und also was heißt ganz schön? Ich finde die sogar schöner. Und gerade weil es auch mal ein bisschen Ruhe reinbringt. Und ich bin mal gespannt, wie es meine Tochter findet, aber ich finde die sogar schöner. Aber nur illustriert ist auch schick. Schön, total klasse. Aber, also mein Sohn fragt, also. Dann auch tatsächlich, ne, warum fahren die jetzt mit der Kutsche? Das ist so noch nicht so ganz, ne, dass das ja früher so war. Warum fahren die nicht mit dem Auto? Ja, ja, na klar, ich meine, also zur damaligen Zeit, als ich es geschrieben hatte, war das ja auch völlig normal. Mhm. Und, aber er mag die Geschichten auch eigentlich total gerne. Ich glaube, die Art, wie sie schreibt, altert nicht, aber bestimmte Beschreibungen sind halt ungewöhnlich, ne? Das ist ja auch mit denen. Wie heißt das? Kirsten Beuer hat Möwenweg geschrieben und was hat aber Astrid Lindgren? Das ist, die hat sozusagen das Original, jetzt komme ich nicht drauf. Also, wo halt einfach drei Häuser zusammenstehen und. Bullerbü. Ist das Bullerbü? Das ist Bullerbü, ne? Die Kinder aus Bullerbü, ja, genau. Ja. Da sind ja. Da sind ja auch so ja, Sachen, die alles irgendwie ganz hübsch und ganz anders. Und trotzdem ist es aber, das Miteinander der Kinder ist ja gleich geblieben, auch wenn du heute nicht mehr in drei Bauernhäusern wohnst, wo ansonsten nichts weiter drumherum ist. Das gibt es zumindest in Deutschland ja eigentlich nicht mehr. Ne? Mhm. Aber das Miteinander, wie man umgeht, das altert nicht. Das ist ja auch Shakespeare. Mhm. Shakespeare altert in dem Sinne nicht, auch wenn du jetzt nicht mehr so viele Grafen und sowas hast. Ja, und ich weiß, es ist ja dann auch übersetzt worden, das Buch, aber es ist wirklich total angenehm zu lesen, super flüssig. Und ich finde es halt auch so, man wird so direkt angesprochen. Ne? Mhm. Ich finde, das ist auch nochmal, das nimmt einen nochmal ganz anders mit. Also finde ich ganz, ganz toll. Ja, 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 das finde ich auch. Sowas mag ich auch total. Schön. Super. Dann war's das für heute. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Tschüss. Tschüss. Übrigens, alle Bücher, die wir hier besprechen, findest du natürlich auf unseren Webseiten. Und das heißt, meine Webseite ist www.nelehandwerker.de. Nele einfach N-E-L-E. Handwerker wie der Beruf geschrieben. Und da wird es immer eine Podcast-Folge geben. Da verlinke ich meine Bücher und verlinke dann auch zu Nadines Website, die gleich noch ihren Namen sagt. Und übrigens, alle Bücher sind Affiliate-Links. Das heißt, wir verdienen eine ganz kleine Provision, wenn du das Buch irgendwie drüber kaufst. Aber das Buch kostet dich nicht mehr, ne? Wir haben ja die Preise genannt. Damit unterstützt du, dass wir die Betriebskosten für Podcast und unsere Webseite reinbekommen. Musst du natürlich nicht. Du kannst immer sehr, sehr gerne in die lokale Buchhandlung gehen. Das ist uns sogar noch lieber. Da unterstützt du den lokalen Buchhandel. Wir sind glücklich. Es gibt weiter Buchhandlung. Und genau, dann auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Lesen, Vorlesen, gemeinsamer Zeit verbringen. Nadine, wie ist nochmal deine Webseite? Meine Webseite findest du unter www.mamamitms.de. Es wird alles zusammengeschrieben, so wie man es spricht. Genau, auf meiner Webseite findest du ja auch Mama-Themen, MS-Themen, Parazepte und die Bücher. Genau. Und dann war's das auch schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.